Warum sind so viele Muslime schwach und sündigen und sündigen und sündigen jeden Tag? Warum? Was ist die Antwort? Weil sie kein Wissen haben. Weil sie kein Iman haben. Weil sie keine Kraft haben. Denn es baut sich auf. Es gibt vier Grundsteine. Um eine Tat zu vollziehen oder um eine Sünde zu unterlassen. Die erste Sache, die du brauchst, um das Rauchen zu unterlassen, was eine Sünde ist, oder den Alkohol zu unterlassen, was eine Sünde ist, oder um zu beten, was eine Pflicht ist, oder als Frau sich zu bedecken, was auch eine Pflicht ist. Das erste, was du brauchst, ist Kraft. Und diese Kraft bekommst du nur dann, wenn du Glauben hast. Und diesen Glauben bekommst du erst dann, wenn du Wissen hast. Deswegen, Wissen, Glauben, ja, Wissen, Glauben, Kraft, Tat. So baut sich das auf. Zuerst lernst du, dann bekommst du durch das Lernen Glauben an Allah und durch den Glauben bekommst du Kraft und diese Kraft ist letztendlich das, was dich dazu bringt, das Rauchen zu unterlassen. Oder dich dazu bringt, das Gebet zu vollziehen. Habt ihr es verstanden? Ja? Ganz wichtig. Wissen, wenn du Wissen aneignest, bekommst du dafür Glauben. Und wenn du Glauben hast, bekommst du Kraft. Und mit dieser Kraft kannst du dich im Islam bewegen. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Die einzigen, die Allah fürchten, sind diejenigen, die Wissen haben. Die Gelehrten und diejenigen, die Wissen haben.